Matthias Flückiger, was für ein unglaubliches Schweizer Duell zwischen dir und dem Nino Schurter auf der letzten Runde auch. Wie hast du das erlebt, den Zweikampf? Sehr hart. Er hat wirklich anfangs letzte Runde angegriffen. Und ich kenne seinen Angriff und der ist immer sehr hart. Aber ich wusste, oder haben wir gesagt, ich bin mindestens so stark. Und ja, ich würde mal sagen, das war so. Und nachdem er angegriffen hat, konnte ich gerade wie einen Konterangriff starten. Und bin als erstes eigentlich die lange Abfahrt. Und ich denke, von dort her bin ich im Vorteil gewesen. Aber dadurch, dass es nachher in der zweiten Hälfte der letzten Runde technisch taktisch geworden ist, war unser Tempo nicht so hoch gewesen. Und hinten ist der Avancini gekommen und ich bin vor im Wind gefahren. Und ja, ich wusste, mit dem Avancini wollte ich auch nicht einspringen. Er hat am Freitag den Short Race gewonnen und dann wusste ich, jetzt muss ich fahren. Dass mindestens der zweite Platz daheim ist. Und das ist wahrscheinlich das, was mir nachher für den Sprint gefällt hat. Nino musste ganz kurz einmal im Wald noch aus den Pedalen gehen. Dort wäre die Möglichkeit gewesen, um noch ein bisschen mehr wegzuziehen. Ganz ehrlich, das habe ich gar nicht mitbekommen. Wo war das? Ja, irgendwo im letzten Waldstück hätte er das noch möglich gehabt. Aber das hast du einfach verpasst. Ja, verpasst. Ich habe es nicht gesehen. Ich war hinten dran. Ich habe den Rückspiegel demontiert. Grosses Rennen. Wie fest fuchst es einem doch, dass man nicht gewonnen hat? Ja, ich muss das Ganze sehen. Ich hatte einen schlechten Start gehabt. Sagen jetzt mal Bech, weil ich in die Band rausgedrängt worden bin. Wenn ich das anschaue und sage, es ist super, zweiter Platz. Rennen vor Leistung, sonst, was eigentlich möglich wäre gewesen, ja, wäre es schön gewesen, wenn ich hätte gewinnen können. Trotzdem, danke vielmals und Gratulation. Ja, danke vielmals.